Der Pasofino ist da diesmal auch geplant und richtig. Ein weiterer zieht heute ein, aber wird es dieser? Ich bin noch unentschlossen. Neu reingekommen sind übrigens auch diese Sättel hier, die Dressursättel. Alle Champi-tauglich, alle sehr teuer, das muss man leider so sagen. Alle 10.000 Schillinge oder 110 Starcoins. Das gleiche gilt für die neuen Schabracken. Mega hübsch, auch alle Champi-tauglich, aber sehr, sehr teuer. Da haben wir jetzt auf jeden Fall was, auf was wir sparen können. Darf ich vorstellen, das ist Domino. Für diesen Pasofino habe ich mich entschieden, weil ich den total cool finde. Ich finde, er ist absolut was Besonderes. Ja, ich brauche aber mal noch eure Meinung. Was findet ihr schöner, die Gamaschen oder doch die weißen Bandagen? Ich glaube, die Gamaschen fügen sich ein bisschen besser ein, deswegen habe ich mich erstmal dafür entschieden. So, gucken wir uns die Animation mal an und schauen mal, was sich noch verändert hat, seitdem er unfertig ins Spiel gekommen ist, wo er mir da ja schon sehr gut gefallen hat. Also, da stehen, schön entspannt, nicht zu zappelig, gefällt mir auf jeden Fall gut. So, der Po ist vielleicht ein bisschen kurz geraten hier hinten der Schwung rum, aber ansonsten rückwärts richten. Ist von der Beinfolge zwar nicht in Ordnung und falsch, aber das ist in Star Stable immer so. Ansonsten sieht es gut aus, finde ich. Steigen gefällt mir richtig gut auf jeden Fall. Das sieht sehr majestätisch aus und ich finde es super, super toll, wie die Mähne mitweht. Bislang hatte er mich ja schon wirklich überzeugt von den Animationen her. Und war in meinen Augen so ziemlich mit das beste Pferd, wenn nicht das beste Pferd. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sich da noch getan hat. Das hier ist, oh Gott, ist das der Fino Classico? Die langsamere Variante? Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen. Auf jeden Fall sieht es zwar ulkig aus, aber ja, so sieht es tatsächlich auch in echt aus. Es gibt nur wenige Pasos, die diese Veranlagung haben. Aber sie ist jetzt nicht unter Qual herbeigeführt und das kann auch nicht jeder. So, gehen wir in den Schritt. Raumgreifend, elastisch, schwungvoll sind da die Worte, die mir dazu einfallen. Oha, sieht aber ganz schön die Muskeln rausstehen hier. Holla die Waldfee. Traben wir mal an. Och, ich finde das schön. Das ist so ein tolles Bild. Das ist so ein tolles Bild. Die Gangart, ach, traumhaft. Galoppieren wir an. Wir sind im Rechtsgalopp. Ich glaube, da hat sich tatsächlich auch noch mal ein bisschen was getan. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oh, ist da rechts eine Schwimmhaut an der Flanke, wo sich der Bauch so lang zieht? Ist mir, glaube ich, zum ersten Mal richtig beim Welsh aufgefallen damals, beim ersten Welsh noch. Aber trotz allem schön eigentlich. Und hier weht jetzt auch die Mähne mit. Das war vorher noch nicht der Fall gewesen. Hier wechseln wir jetzt in den Linksgalopp, also wechseln wir auch mal die Hand. Sieht sehr schön aus, da kommt richtig Schwung von hinten, richtig Schub aus der Hinterhand. Die Mähne weht ganz toll mit, kann man nicht anders sagen. Und wir gehen in den Renngalopp und oh, er streckt sich, er kommt richtig Schwung. Die Mähne weht, der Schweif weht in einzelnen Strähnchen, also nicht komplett, aber zumindest zum Teil. Ich kann nach wie vor nur das sagen, was ich schon beim ersten Mal gesagt habe. Ich finde ihn klasse und ich finde vor allen Dingen, guck mal hier die Muskeln an der Schulter und am Hals. Das ist mega gut umgesetzt mit den Schattierungen. Das sieht richtig gut aus. Ja, der Pasofino macht auch den klassischen Sliding Stop, wie ihn ein Westernpferd macht. Das heißt, er läuft mit den Vorderbeinen weiter und rammt nicht alles in den Boden, was ihm zur Verfügung steht. Und er kann neben dieser Special-Animation, diesem Paso Classico ist es, wie gesagt, glaube ich. Da kommen wir aus dem Stehen mit der Leertaste rein. Hat er auch noch eine Special Gangart, die so ein bisschen einem Tölt ähnelt. Und zwar kommen wir da aus dem Schritt rein, indem wir Shift gedrückt halten, die Taste, womit wir in einzelnen Buchstaben groß schreiben können und dann beschleunigen. Damit haben wir das erste große Pferd, glaube ich, was richtig töltet. Der Curly Shuffle war ja auch noch mal ein bisschen anders. Also finde ich auf jeden Fall auch schön gemacht, sieht gut aus. Der Schweif wird so ein bisschen komisch getragen bei den beiden Gangarten hier, aber das ist durchaus, entspricht das auch der Realität, wie es beim Paar so aussieht. So, gucken wir uns das Springen an, dafür baue ich hier Parcours C einmal auf und wir gucken es uns zunächst aus dem Arbeitsgalopp an.
das kennt ihr ja alle schon aus meinen Präsentationen. Und ja, da hat er so ein bisschen Mühe drüber zu kommen, hat man das Gefühl. Das hatte ich auch schon im ersten Kaufvideo gesagt. Aber es ist halt eigentlich auch kein klassisches Springpferd. Von daher muss er auch nicht die Beine werfen wie verrückt. Aber ich finde, er hat eine schöne Sprungmanier. Ich finde, es ist hübsch anzusehen, was der hier zeigt. Obala, da hat so ein bisschen die Weite und die Kraft gefehlt. Aber gucken wir uns das Ganze jetzt auch nochmal aus dem Renngalopp an. Das ist ja so die Gangart, nicht aus der man zwangsläufig springen sollte. Kann das sein, dass der Reiter so ein bisschen krampfhaft die Beine nach vorne hält und dann auch so ein bisschen nach vorne rutscht? Ich glaube, das war beim ersten Mal noch nicht. Ich glaube, das ist nochmal überarbeitet worden. Ich versuche jetzt hier mal diese... Hier, ich glaube, dieser Moment ist es. Das ist jetzt, glaube ich, noch ein Stückchen davor. Ich probiere das nochmal zu treffen über dem Hindernis, diesen Moment. Hier, da streckt der Reiter unheimlich die Beine nach vorne. Guck mal hier, was ein Schwung hier. Was ein Schwung. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten von Reitersicht aus, was die Animation angeht. Aber ansonsten gut gelungen. Und ich kann eigentlich nur das sagen, was ich schon beim ersten Kaufvideo gesagt habe und das nochmal bestätigen. Der Pasofino sieht mega aus. Auch die Mähnen schauen wir uns nochmal an. Die schienen beim letzten Mal auch noch so ein bisschen unfertig zu sein, haben einige geschrieben. Mir ist es tatsächlich gar nicht so aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist hier eine leer? Ach so, nee, das ist die Standardmähne, genau. Das ist jetzt hier die Standardmähne. Die ist gut gearbeitet, einzelne schöne Strähnen. Finde ich schön. Aber hier ist das, was ich auch beim letzten Mal schon gesagt hatte, dass der Po so ein bisschen eckig aussieht. Das fällt so ein kleines bisschen auf. Also aus der Perspektive besonders so ein bisschen knochig. Da könnten so ein paar mehr Speckis oder Muskeln dran sein. Aber ansonsten gut. So, hier bei der Mähne mit dem Zöpfchen hat sich nichts mehr geändert. Es gibt kein sichtbares... oder farbiges Zopfgummi, da ist ein sichtbares Zopfgummi, aber das ist mehr so ein Gummi. Halt wirklich so ein richtiges Mähnengummi. Dann haben wir hier diese lang geflochtenen Zöpfe. Auch daran hat sich seit dem letzten Mal nichts mehr geändert. Bin ich jetzt nicht so 100% der Fan von, aber das ist einfach eine persönliche Vorliebe und liegt nicht daran, dass es irgendwie schlecht gearbeitet wäre. Dann haben wir hier diese vernähten Zöpfe. Ich liebe ja vernähte Zöpfe. Als ich geritten bin, habe ich es immer geliebt, wenn das Pferd eingeflochten war, wenn ein Turnier anstand oder sowas. Ich fand das immer richtig, richtig schön. Und bin ja tatsächlich eher weniger der Fan von so ultralangen Mähnen, eher sportlich oder eben eingeflochten. Finde ich auf jeden Fall sehr hübsch hier auch bei der Farbe, wobei ich hier, glaube ich, eher zu der Standardmähne tendiere. Dann haben wir hier die eher... ratzekurze Mähne. Ja, ziemlich kurz abrasiert. Nicht ganz so kurz wie beim Achaltekina, aber doch schon ziemlich kurz. Und wir haben hier noch die Stehmähne. Sieht auch ganz süß aus, aber ich finde, es gibt immer so ein bisschen so ein eseliges Aussehen. Oder nicht immer. Nicht immer. Bei manchen Pferden ja, bei anderen weniger. Also bei der Farbe hier hält es sich noch in Grenzen. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, das Pferd so muskulös wie der Hals ist, erinnerte mich hier eher an das Pferd von Herkules aus dem Disney-Film mit der Frisur. Aber ich glaube tatsächlich, ich werde bei der Standardmähne bleiben. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas ändern werde. Ich bin mir noch ein kleines bisschen unschlüssig. Ja, bei der Farbe finde ich sogar diese einzelnen Zöpfchen auch ganz hübsch. Aber ich glaube tatsächlich, ich spare mir hier die Starcoins. Ihr Lieben, ursprünglich war heute ein Stream geplant, kann ich nicht, da mein Handy nicht für den Stream ausreicht und Vodafone doof ist. Von daher soll es das erstmal gewesen sein mit dem Pasofino Kaufvideo Nummer 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und schreibt doch eure Meinung in die Kommentare. Tschüss!